Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Tutorial in After Effects CS5. Heute zeige ich euch, wie man ein Energiefeld erstellt. Dazu habe ich mit einem Kumpel, nicht dazu, hatten wir vorher schon einen kurzen Clip gedreht und zwar Super Dream. Könnt ihr euch auch in meinem Kanal angucken. So, ich spiele mal kurz ab und dann seht ihr schon, was ich meine mit Energiefeld. So. Da habt ihr das Energiefeld gesehen. Danke nochmal an Tommy. Sehr guter Darsteller. So, was machen wir? Hier habe ich jetzt schon die neue Ebene, lösche ich nochmal. So. Wir haben also das Video, was wir bearbeiten wollen. Hier ist die Rohfassung. Er holt die Power und wuff, ist das Energiefeld da. Gut, was machen wir? Als erstes fügen wir eine neue Farbfläche ein. Farbe ist egal. Und darauf setzen wir jetzt bei Effekten, Störung, Körnung eine fraktale Störung. So, nun, wenn man hin und her geht, bewegt sich das hier nicht, die fraktale Störung. Also gehen wir zu dem Punkt, gucken wir nochmal, wo er gerade anfängt, von hier. Drücken die Stoppuhr bei Evolution. Und jetzt gehen wir auf die letzte vierte Sekunde. Dort endet das Video. Und wir drehen hier bei Evolution das Rädchen. Ihr könnt so viel drehen, wie ihr wollt, könnt ihr ausprobieren, aber am besten ist es, ihr dreht nicht zu viel, weil sonst kommt das Energiefeld zu hektisch rüber. Und so gleitet es förmlich. Dann gucken wir hier oben bei Störungstyp, haben wir gerade, nicht bei Störungstyp, bei Fraktaltyp. Da haben wir einfach, dort habt ihr mehrere Optionen zur Auswahl. Ich nehme verschmiert, das sieht am besten aus, kommt am überzeugendsten rüber. Ihr könnt natürlich was anderes nehmen, müsst ihr gucken, was euch gefällt. So, nun gehen wir hier an der Seite. Könnt ihr auch oben bei Effekte gucken. CC Sphere ein. Und da haben wir schon. Diesen Effekt ziehen wir jetzt auf die fraktale Störung. Und jetzt haben wir einen Kreis. Ein bisschen klein, deswegen vergrößern wir den Radius und gucken, ziehen ihn so groß, dass er über Tommy rüberpasst. So, dann machen wir mal. Ja. Noch ein bisschen größer vielleicht. So. Denn wenn wir jetzt gucken und das Video mal abspielen, dann sehen wir, dass sich die fraktale Störung bewegt. Und auch richtig schön, als wäre das so ein Energiefeld. So. Jetzt ist das Ganze ein bisschen wie soll man dazu sagen? Jetzt kann man da nicht durchgucken, sieht man den Schauspieler nicht. Deswegen gehen wir erstmal auf Transformieren und die Deckkraft schrauben wir jetzt ein wenig runter. Oder was wir auch machen, können wir gleich machen von mir aus, okay? Da klicken wir hier unten auf Schalter, Modi aktivieren, deaktivieren und klicken hier anstatt Normal Multiplizieren. Und schon sehen wir, dass die weißen Stellen durchsichtig geworden sind und man jetzt nur noch die dunklen Stellen sieht. Das hat natürlich den coolen Effekt, dass man denkt, man kann durchgucken und dennoch sieht man den Schauspieler sehr gut. So, jetzt haben wir hier an der Seite den Schatten, damit die Kugel als Kugel wirkt. Der ist aber ein bisschen zu schwarz. Deswegen gehen wir hier bei CC Sphere unter Light, suchen dort den, genau dort. Dann gehen wir bei Light High, also Lichthöhe, drehen wir ein bisschen höher. Auf, ja, auf 83 machen wir. Sieht gut aus. Und dazu können wir dann noch beim Schatten gucken. Bei Ambient. Ja, ein bisschen runterdrehen. So. Diffuse. Ja, könnt ihr rumspielen, wie ihr wollt. Könnt ihr gucken, wie es euch am besten gefällt. Ja, und dazu können wir dann auch noch, müssen wir gucken, wie es wirkt, die Deckkraft ein bisschen rausnehmen, damit es nicht zu raufgeklatscht aussieht. So, jetzt haben wir schon mal eine schöne Ebene, die sich bewegt. Sehr gut. So, was machen wir jetzt als nächstes? Jetzt können wir diese Ebene, die wir jetzt haben, einmal duplizieren. Dazu drücken wir Strong D. Oder wir können auch hier oben auf Bearbeiten, Duplizieren gehen. So, jetzt haben wir diese Ebene hier dupliziert. Jetzt könnt ihr natürlich mit einer Ebene, sieht das ein bisschen schwach aus. Jetzt könnt ihr an dieser Ebene noch ein bisschen rumspielen an der Sphere.
So, da gucken wir mal, was wir hier machen können. Damit das Ganze ein wenig komplexer wirkt. So, Reflektor. Hier können wir die Farbe ein wenig ändern. Brauchen wir jetzt aber nicht, wollen wir auch nicht machen. Ja, könnt ihr umspielen. Also von mir aus könnt ihr auch die Größe hier ändern. Hier bei Radius. Denn dann wirkt das Ganze ein wenig, als hätte hier diese Atmosphäre eine dünne Schicht. Können wir ja mal abspielen. Lassen wir ihn mal kurz laden, um uns anzugucken, wie es aussieht. Ich merke gerade, das wirkt noch ein bisschen zu dick, zu undurchsichtig. Dann gehen wir hier auf Transformieren und nehmen die Deckkraft ein wenig raus. So. Damit es hier nicht gleich aussieht wie auf der unteren Kugel, können wir natürlich hier auch bei Effekten, fraktale Störungen, dort wo wir hier oben die Evolution animiert haben, da ist hier unten so ein Keyframe. Dort gehen wir dann rauf und setzen die Evolution ein bisschen höher, so dass sich diese Ebene, diese Kugel nicht genau gleich bewegt wie die Kugel da drüber. So wirkt das Ganze ein wenig, ja, ein bisschen dynamischer, ein bisschen glaubwürdiger. So. Ihr könnt hier also an der Ebene noch rumspielen, wie ihr wollt. Müsst ihr gucken. Alles weiß ich jetzt hier auch noch nicht. Ah. Mach ich so. Sehr gut. Jetzt könnt ihr natürlich auch noch hier irgendwelche Blitze einfügen oder einen Wirbelsturm. Könnt ihr gucken, ich habe es jetzt so einfach gelassen. Ja, sieht doch eigentlich schon recht gut aus. Vielleicht hier hinten. Ein bisschen größer beide Ebenen. Jetzt ist die Kugel über der anderen. Sieht auch ganz gut aus. Ja, dann lassen wir es so. So, jetzt sehen wir aber, dass er sich hier die Power holt für das Energiefeld. Und hier ist es erst da. Also hier sollte es eigentlich erst erscheinen. Da dies nicht der Fall ist, müssen wir natürlich die Position und die Skalierung verändern. Dazu gehen wir auf den Punkt, wo die Kugel jetzt so groß sein sollte. Nehmen wir hier erreicht sie ihre volle Größe und markieren beide Ebenen, beide Farbflächen und gehen auf, machen hier Effekte mal zu, Effekte zu und gehen auf Transformieren. Da setzen wir jeweils oder aktivieren die Stoppuhr bei Position und Skalierung. Jetzt sind an beiden Ebenen Keyframes. Und jetzt gehen wir an die Position, wo diese Ebene, dieses Feld gerade hervorbeschwört. Dann gehen wir auf Skalieren. Dann wird dieses Energiefeld ganz klein, Position ein bisschen runter und ein wenig rüber. So, jetzt sehen wir, dass das Energiefeld mit ihm wächst sozusagen. Da denkt man, okay, jetzt zaubert er eine Kugel, sieht vielleicht noch nicht ganz überzeugend aus, deswegen gehen wir zur Deckkraft. Klicken nochmal auf die Stoppuhr und gehen dorthin, wo er das Energiefeld hervorberuft und setzen das auf 0. Jetzt gucken wir uns nochmal an. Uff, okay, sehr gut. So erscheint es jetzt. Ihr könnt natürlich das Energiefeld auch anders hervorzaubern, dass ihr das Energiefeld nicht größer werden lasst, sondern es gibt auch eine andere Möglichkeit. Hier können wir ja auch mal kurz probieren. Dann mache ich hier die Skalierung, mache ich das alles nochmal weg und zeige euch, wie es auch anders funktioniert. Okay. Wir können nämlich, hier oben haben wir ja gesehen, bei Sphere, dass man da rumspielen kann an der Lichtintensivität. Können wir direkt hier unten machen. Effekte. Und Sphere. So, dann klicken wir auf dort. Auf Light. Auf Light Intensität, Light Höhe und Light Direction. Und auf dort, wo es noch nicht da ist. Dann spielen wir hier an der Lichthöhe ein wenig rum. An der Intensität.
Und dasselbe machen wir natürlich auch hier unten. Dazu gucken wir, wo haben wir davor die Keyframes hier. Und suchen wir uns hier auch die Sphäre aus. So, da Licht. Markieren wieder oder drücken die Stoppuhr und gehen bis zu der Position, wo wir es hier auch gemacht haben. Jetzt nehmen wir hier auch das Licht und die Lichtintensivität ganz hoch. So, dann ist hier der Schatten noch ein wenig zu stark. Den können wir auch generell noch ein wenig runternehmen. So, jetzt ist das Ganze verschwunden. Wenn wir jetzt gucken, baut sich das Ganze um ihn herum auf. Okay, jetzt sehen wir, hat das Ganze ein wenig an Farbintensivität verloren. Dann gehen wir hier auf Ambiente, setzen den Keyframe nach vorne und hier holen wir den wieder runter, damit wir auch was von der Energie haben. So, jetzt baut sich das Ganze um ihn herum auf. Jetzt wirkt das vielleicht noch ein bisschen besser, als wenn es sich von klein auf groß erarbeitet. Okay, jetzt haben wir hier das Energiefeld, ihn. Jetzt könnt ihr natürlich noch eine neue Ebene öffnen, eine neue Einstellungsebene und halt natürlich wie immer die Farbkorrektur vornehmen. Dazu gehe ich auf Farbkorrektur, Helligkeit, Kontrast, setze den Kontrast ein wenig höher, nicht zu hoch, ein bisschen dunkler. Dann gehe ich nochmal auf Farbkorrektur, auf Farbtonsättigung, nehme die Sättigung ein wenig raus und gehe nochmal auf Farbkorrektur, Gamma, Pedal, Zuwachs und gebe hier ein wenig Blau hinzu. So wirkt das Ganze ein wenig düster und man kriegt gleich ein bisschen Stimmung. So. Jetzt sehen wir hier, er baut sich das Energiefeld auf. Und ja, sieht doch eigentlich ganz okay aus. Ihr könnt jetzt noch dran rumspielen, wie ihr wollt. Könnt hier rumprobieren. Ihr könnt hier auch zum Beispiel mal probieren auf Verzerren und dann verkrümmen. Dann wirkt das Ganze nicht so rund, sondern kriegt ein paar Dellen und so. Aber mir gefällt es so besser. Nun gut. Ich hoffe, es war nützlich. Ihr könnt damit was anfangen, könnt jetzt eure eigenen Energiefelder erzeugen. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und tja, bis demnächst.